Für den letzten Beitrag gehe ich nochmal wieder ins Deutsche. Vor etwa 3 Monaten sind wir hier beim netzpolitischen Abend quasi live dabei gewesen, wie sich ein Unterstützerkreis für die großartige Initiative Refugees Emancipation gründet und konnten das quasi in den letzten Monaten mitverfolgen. Heute sind Sandra und Daniel da, um uns die Ergebnisse quasi zu präsentieren und ja, die Werbetrommel zu rühren. Schön, dass ihr da seid. Guten Abend, hallo. Ja, ich hoffe, ihr seid alle noch ein kleines bisschen aufnahmefähig. Kurzer Einstieg, ja, wir glauben auch in den Kapitalismus, weil wir wollen euer Geld. Wofür, das würden wir jetzt gleich nochmal ganz kurz andeuten. Wir kommen von der Supportergruppe Refugees Emancipation und würden euch gern, wie Ingo schon gesagt hat, jetzt mal ein kleines Update geben über die Kampagne und über die Arbeit, die wir machen. Für alle die, die noch nicht genau wissen, worum es geht, würde ich einen ganz kleinen Einstieg geben. Es gibt den Refugees Emancipation e.V. Den gibt es seit einigen Jahren. Der kommt aus Potsdam und kümmert sich darum, in Flüchtlingsunterkünfte Internetcafés zu etablieren. Ich habe hier einfach mal so für den Anfang 2 Fotos mitgebracht, wie das bereits aussieht. Ich hatte gerade gesagt, das läuft seit einigen Jahren. Die haben ein ganz grundlegendes Konzept, das ist Internet von Geflüchteten für Geflüchtete. Da ist wieder der Gedanke des Empowerments ganz wichtig. Und wie das funktioniert, sieht folgendermaßen aus. Es gibt einerseits die Unterkunft, die hat oft ein kleines bisschen ein Problem damit, wenn man da versucht, ein Internet hinzubringen. Da haben sich einige vielleicht auch schon mit beschäftigt. Und deswegen gibt es ein Konzept, was der Verein hat. Der nimmt nämlich der Unterkunft den Großteil der Verantwortung und der Probleme ab. Und sagt einfach nur, ihr gebt mir den Raum, ihr gebt uns den Schlüssel. Und alles andere erledigen wir. Das heißt, wir besorgen den Internetanschluss selbst, wir kümmern uns um die Räume, wir koordinieren die Öffnungszeiten zum Beispiel, wir stellen selbst die Admins, die kommen aus der Gruppe der Geflüchteten selbst. Wir kümmern uns um die rechtliche Sicherheit, Stichwort Störerhaftung ist da ziemlich wichtig und ja, am Ende reinigen wir auch die Räume selbst zum Beispiel. Genau. Der Verein tut das relativ lange, hatte ich bereits gesagt, das ist das Erfolgsrezept ist dieses kostenlose, das freie und das ungefilterte Internet, weil das schafft Vertrauen und Vertrauen ist oft Mangelware in solchen Situationen. Und das bedeutet halt nicht nur, dass es dort die Möglichkeit gibt, einfach im Internet zu surfen. Das sind ganz elementare Dinge, die dort damit geschaffen werden können. Die Möglichkeit, an Informationen zu kommen, die Möglichkeit zu kommunizieren, die Möglichkeit zu lernen. Und das schafft neben dem reinen Zugang zum Internet eben auch die Möglichkeit, einen sozialen Raum zu haben. Auch das ist gerade bei Unterkünften, die heutzutage sehr stark überbelegt sind, oft Mangelware. Also der Raum ist nicht nur ein reines Internetcafé, sondern auch eine Möglichkeit, sich zu treffen zum Beispiel. Und das ist nicht zuletzt auch sinnstiftend für Geflüchtete selbst, die dort eine Aufgabe bekommen und Möglichkeiten bekommen, sich zu engagieren. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist natürlich immer, die Ressourcen sind da historisch knapp sozusagen. Es gibt also auf jeden Fall zu wenig Geld, es gibt immer zu wenig Zeit, das Ganze auszubauen. Es gibt tendenziell zu wenig Leute, die sich dafür engagieren und es gibt viel zu viel zu tun. Ihr seht jetzt hier mal so, ja, das, was man da alles machen kann, was wir da machen können. Es sollen halt mehr Cafés etabliert werden. Kurze Zahlen, es gibt im Moment 5 Cafés in Berlin und Brandenburg, die von dem Verein betrieben werden. Aber es gibt zum Beispiel allein in Berlin 60 Unterkünfte, wo man sowas tun könnte. In Potsdam allein 14 zum Beispiel. Also da ist noch viel Luft nach oben. Wir denken drüber nach, oder der Verein vor allen Dingen denkt drüber nach, diese Cafés auch als eine Plattform zu nutzen, um dort weitere Angebote zu etablieren, wie zum Beispiel Workshops. Also das Stichwort Knowledge Transfer ist da interessant und verschiedenste Sachen zu machen. Der Verein tut natürlich auch vieles in Richtung Öffentlichkeitsarbeit, um das Thema auch politisch voranzutreiben. Genau. Wir haben vor einigen Tagen, sprich am 1.10. eine Kampagne gelauncht und da würde ich jetzt mal ganz freundlich übergeben, dass wir da den Status mal kurz mitteilen. Klingt nicht so gut, wenn man das zweite Mikro anmacht. Genau, wir haben am Donnerstag letzte Woche die Kampagne zur Unterstützung von Refugees Emancipation gestartet und waren total geplättet, weil schon nach 5 Tagen hatten wir 33%, fast 25.000 Euro zusammen und wir sind sehr, sehr froh, dass ihr uns alle so toll unterstützt habt. Ja. Ganz viele Tweets, ganz viele Spenden. Ihr seht es hier, von über 180 Spendern kamen jetzt, wie gesagt, 25.000 Euro zusammen.
was einfach eine wahnsinnige Summe ist, mit der man schon sehr viel machen kann, mit der jetzt vor allen Dingen auch die ersten Monate gesichert sind und schon, ich glaube, 2 Internetcafés gesichert sind als Betrieb fürs nächste Jahr. Und jetzt schauen wir halt, was brauchen die Leute noch? Und wir haben eine große Liste von Bedarfen in unserer Better Place-Kampagne. Und wie gesagt, es sind erst 33%. Das heißt, wir brauchen tatsächlich auch noch, und das klingt noch nach einer riesigen Summe, 43.000 Euro, mit der dann eben auch alle weiteren Internetcafés, die es jetzt schon gibt, weiter betrieben werden können, damit eben da vor Ort die Admins, Daniel hat es gerade gesagt, die ganze Orga machen und da im Prinzip 60 Stunden pro Woche und mehr arbeiten, auch eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen zum Beispiel. Wir brauchen ganz viele Rechner, die wir dann gemeinsam mit den Leuten vor Ort aufhübschen, und dafür braucht man natürlich Ersatzteile und auch für das braucht man alles Geld und so. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn erstens natürlich ihr, so die ihr denn könnt, zum einen Geld spendet, zum anderen aber auch schaut, gibt es irgendeine große Firma, die ihr kennt, die ihr fragen könnt, ob die vielleicht eine größere Summe spenden kann. Wir haben nämlich, und deswegen haben wir diese große Summe erreicht, schon eine große Spende vom Linux Hotel bekommen, die ersten 10.000 Euro, die gespendet wurden, verdoppelt haben. Das heißt, es ist toll. Danke, Linux Hotel. Das heißt, wenn ihr eine große Firma kennt oder eine kleine Firma, die das toll finden könnte, wo ihr vielleicht arbeitet oder wo ihr vielleicht Leute kennt, die entweder Spenden verdoppeln oder einfach mal 2.500 Euro reinwerfen würden oder so, dann würden wir es natürlich großartig finden. Das Tolle daran ist auch, dass es gemeinnützig ist, der Verein. Der arbeitet ja schon seit vielen, vielen Jahren an den Sachen. Das heißt, da gibt es eine Gemeinnützigkeit, die Steuerabzugsfähigkeit ermöglicht für jetzt die Weihnachtszeit. Das ist ja immer so eine Frage, wo man nochmal schauen muss, wie viel habe ich denn verdient letztes Jahr und wie viel möchte ich denn noch nicht dem Staat, sondern tollen und Initiativen geben. Die andere Sache, weswegen wir euch aber hier auch alle ansprechen heute, wir brauchen natürlich auch ganz viele Mitstreiter, die nicht nur Geld spenden oder Großspender ansprechen können, sondern die auch ganz viele andere Aufgaben noch übernehmen können, die Multiplikator sein können, also mit eurer Reichweite auf Twitter, auf Facebook, so ihr das denn nutzt, in Mails an eure Freunde und Verwandten, so die Weihnachtsspende sozusagen jetzt schon mal vorziehen. Sowas würde total helfen, aber eben auch, wenn ihr ein kleines bisschen Zeit habt, mal eine Übersetzung zu machen in irgendeine Sprache, oder wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, tatsächlich in einen der Bereiche, in denen wir gerade aktiv sind, mit reinzugucken, könnt ihr uns total gerne danach ansprechen. Da drüben an dem Tisch sitzen noch mehr Leute aus unserer Gruppe, Winkmal-Gruppe. Genau. Sprecht die Leute an und helft zum Beispiel mit Soli-Aktionen zu planen, also eine Party oder eine Spendendose in einem Café oder in einer Kneipe oder im Flohmarkt oder, ich meine, da gibt es ja 1000 Möglichkeiten, da was zu machen oder Rechner einzusammeln oder Rechner zu spenden. Also da haben wir sehr viele Möglichkeiten, wie ihr aktiv sein könnt, auch mit kleinem Zeitaufwand oder mit sehr großem Zeitaufwand, je nachdem, wie ihr gerade Zeit habt. Genau. Ja, das wäre mein nächster Punkt. Es gibt eine Spendendose für alle, die nicht in diesem Internet spenden wollen, sondern mit Bargeld. Haben wir da eine unserer schönen Seabase-Spendendosen heute mal zweckentfremdet. Danke auch an die Seabase, dass wir hier sein dürfen. Genau, das ist das Wichtigste. Schaut auf die Webseite, schreibt uns, wenn ihr helfen könnt, und ja, seid dabei. Und wenn ihr jetzt im Stream zuschaut und euch denkt, boah, blöd, ich bin ja gar nicht in Berlin oder Brandenburg, wie soll ich denn da helfen? Es gibt überall in ganz Deutschland gerade Initiativen, zum Beispiel von Freifunk, die Internet für Refugees, dann eben in dem Fall noch nicht, vor allen Dingen gemeinsam mit Refugees, aber auch schon, vielleicht möchtest du das dann auch nochmal kurz besprechen. Ansagen. Da kann man sich einfach melden, kann einfach mitmachen, und Monique vom Freifunk kann dazu auch noch mal ein bisschen besser was sagen. Ja, also kleiner Werbeblock oder so. Nein, Freifunknet gibt es ja auch schon seit
14 Jahren, also eigentlich genauso lang wie Refugees Emancipation. Genau, und wir setzen uns ja für freie Kommunikationsinfrastrukturen ein, aber wir haben vor allen Dingen in den letzten Monaten Flüchtlingsunterkünfte, Notunterkünfte, Dauerunterkünfte erstmal grundsätzlich überhaupt mit Internet versorgt, indem wir auch störerhaftungsfreien WLAN-Zugang dort ermöglichen, indem wir die vorhandenen Internetanschlüsse öffnen oder auch mittels unserer Mesh-Netzwerke via Richtfunk von außen diese Unterkünfte versorgen oder Nachbarn finden, die eben auch ihr Internet bereit sind zu teilen. Genau, und wir haben zusammen mit dem Chaos Computer Club, der DigiGuest und vielen, vielen anderen Unterstützern genau diese Kampagne auch ins Leben gerufen. Und wenn ihr euch jetzt anderswo in Deutschland befindet, dann ist es eine sehr gute Möglichkeit, das weiter zu unterstützen, indem ihr zu der lokalen Freifunkgruppe, von uns gibt es nämlich schon über 200 in ganz Deutschland, Kontakt aufnehmt. Die findet ihr unter community.freifunk.net und dahin geht und viele von denen wollen jetzt auch diese Idee des reinen Internetabwurfs sozusagen dann auch erweitern in diese Richtung, zu sagen, okay, wir gehen noch einen Schritt weiter, wir versuchen Internetcafés zu etablieren, gemeinsam vor Ort mit den Geflüchteten. Also community.freifunk.net, für alle, die sich jetzt nicht in Berlin und Brandenburg befinden, geht einfach auf die Gruppen zu. Vielen Dank euch auch wieder für euer Engagement und dass ihr hierher kommt und uns davon erzählt. Gibt es Rückfragen, die hier im Plenum geklärt werden sollten oder Anmerkungen? Ich versuche mich mal eben durchzukämpfen. Hi, ihr hattet ja schon angesprochen, man kann auch Hardware spenden und ich habe gehört, man kann diese Hardware auch in der Seabase vorbeibringen zu bestimmten Terminen. Wisst ihr da genaueres, wann? Das hatten wir jetzt noch nicht gesagt, weil es noch nicht hundertprozentig feststeht, was wir vor allen Dingen für Hardware brauchen. Die Liste werden wir bald auf der Webseite veröffentlichen. Aber das wird auf jeden Fall während der Freifunk-Mittwoche sein in der Seabase. Wahrscheinlich dann ab übernächster Woche. Also nicht schon ab morgen. Und dann, wenn wir sagen, bringt uns Laptops, mit denen man noch arbeiten kann, bringt uns Peripheriegeräte, Mäuse, Tastaturen, alles Mögliche, was man halt benutzen kann. Wir haben jetzt ja, da schon eine ziemliche Liste angelegt. Ich wollte nur mal kurz beispringen. genau, also wir haben eine große Desktop- und Monitorspende in Aussicht. Deswegen sind für uns jetzt vor allem mobile Geräte interessant, auch Smartphones, Tablets und Refugees Emancipation Plan, auch im Sinne der Emanzipation, ein Radioprogramm zu starten. Hoffentlich auch in Kooperation mit anderen Refugee-Radiosendern, die es schon gibt. In Hamburg gibt es auch schon so eine Initiative, Refugees Radio. Und auch dafür wird Hardware gesucht und auch für Kommunikation, also für Kleinteile, Headsets, was man braucht zum Podcasten, zum Radio machen, Videokameras, Fotoapparate, sind also auch gerne genommen und ja, helfen. Genau, mittwochs ab 20 Uhr in der Seabase, ab dem 14. die nächsten zwei Mittwoche sammeln wir dann hier. Okay, noch jemand? Nein, okay, dann nochmal Applaus für euch, vielen Dank. Und bevor wir zum Schluss kommen und ich nochmal Danke sage an alle, nochmal die Erinnerung, wenn ihr zufälligerweise netzpolitik.org Leser seid und wenn ihr zufälligerweise das Bundesamt für Verfassungsschutz ärgern wollt, dann gibt es da hinten am Stand bei unseren Kollegen von der Humanistischen Union eine einfache Möglichkeit dazu. Jetzt aber genug vom netzpolitischen Abend. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank an unsere tollen Rednerinnen und Redner. Vielen Dank an die Seabase, dass wir mit unserem DigiGuess-Abend wieder da sein durften. Vielen Dank Sven für den technischen Support. Wenn ihr auch irgendwann mal hier vorne stehen möchtet und ein tolles Projekt oder ein tolles Thema vorstellen wollt im Rahmen ja, unserer kleinen Plattform für digitale Zivilgesellschaft, dann sprecht uns einfach an. Wir sind hier, ihr könnt uns aber auch anschreiben natürlich. Ja, und kommt wieder am, zum 42. aber
Am 3. November findet der 42. Netzpolitische Abend statt. Ein ganz besonderer Abend, weil der 42. natürlich. Schönen Abend, Prost!